Jo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder mit einem neuen Video. Und ja, ich bin nicht so laut, meine Haare sind auch am Arsch für heute. Und ich muss euch was Beschissenes erzählen. Ich wollte eigentlich noch gestern Varo Teil 6 aufnehmen, aber den gibt's nicht mehr. Es gibt nicht mal mehr Varo mit W. Weil die zwei Gegner von uns gewonnen haben und die Aufnahme, also weil es nicht aufgenommen hat, so wenig Speicher oder so, weiß auch nicht, was mit meinem Handy los ist, aber es ist eigentlich vorbei jetzt, weil wir haben halt verloren und die Geschichte sage ich euch mal jetzt, so wie es war, so ein bisschen, dann könnte ich es euch mal so vorstellen. Wir, so richtig volle Eisenrüstung, Amboss, Eisenschwert, Angeln, Brustplatte, Eisenbrustplatte mit Zauberung drauf und einen Bogen am Schluss. Aber den haben wir direkt wieder verloren, weil wir abgekackt sind. Das Problem ist, die anderen genauso und die haben halt, wir haben halt kurz mit denen telefoniert, wo die sind und so, was sie gerade machen. Die so, ja, wir haben da vorhin schon einen Spinnenspawner gefunden und sie sind da jetzt immer noch, machen da ihre Base. Und was passiert? Sie stehen direkt an der anderen Insel. Ich und Leon waren auf so einer Sandinsel. Außenrum alles mit Wasser, null Bäume, alles mögliche. Wir hätten uns null verstecken können. Und dann sagt Leon so, ja, wo sind wir? Weil die geschrieben haben, ja, wir sehen euch, wir sehen euch. Und, ich dann so, ja, wo sind wir? Und dann hat Leon auf ein Dings gesneakt, auf dem Amboss so hoch und runter gesneakt. Und was passiert? Sie sagen, du sneakst hoch und runter auf einem Amboss. Was passiert? Wir wollten direkt rennen. Zuerst haben wir die mit Bogen abgeschossen. Der eine fast tot. Und dann haben die so einen OP-Goldapfel. Ich dachte mir nur so. Alles klar. Haut ab. Tschüss. Und dann war alles vorbei. Wir sind gestorben, beide im Wasser, weil wir zu langsam waren im Wasser. Und dann haben wir uns erstmal aufgeregt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.